Hey Guys, willkommen zurück zu Paper Mario 2. Und wir haben schon einige Sternensplitter gefunden. Und ich denke, es wird Zeit zu tauschen. Und zwar für die teuersten Orden. Und das wäre Kraft Plus. Damit steigt Marios Angriffskraft um 1. Und zwar Sprung und Hammer. Kostet allerdings ganze 6 Ordenpunkte. Was wir uns auch noch zulegen werden, ist der Blumenregen. Die meisten denken ja immer, Sparblüte wäre das Beste, weil jede Attacke, die Blütenpunkte verbraucht, dann um 1 günstiger wird. Aber bei dem Blumenregen kommen ziemlich viele Blütenpunkte nach einem Kampf vom Gegner halt raus. Und deswegen lohnt sich das viel, viel mehr, als für jeden Angriff dann einen Blütenpunkt weniger zu zahlen, weil die Sparblüte müsste eigentlich auch mehr Ordenpunkte kosten. Und zwar 4. Und der Blumenregen. Moment. Hey. Der Blumenregen kostet 3. Also es ist ein Ordenpunkt weniger und ich denke auch ein größerer Effekt. Und wir werden uns auch noch den Glück gehabt holen. Wir haben ihn schon mal. Also wir haben schon so einen Orden. Aber wenn wir ihn ein zweites Mal anlegen, dann ist der Effekt höher. Bewirkt halt, dass Attacken gegen Mario manchmal daneben gehen. Das wär's fürs Erste. Wir haben 4 freie Ordenpunkte. Ich werde noch nichts anlegen, denn ich werde beim nächsten Level Up ja die Ordenpunkte erhöhen, habe ich euch ja schon mal angekündigt. Und dann werde ich den Kraft-Plus-Orden reinsetzen, dass der Sprung und der Hammer effektiver sind. Und hier ist noch ein Sternsplitter, yay! Übrigens, danke an die Kommentarschreiber. Die haben mir nämlich gesagt, dass die Partner von Luigi ihn immer beschimpfen und so. Also, dass sie ihn eigentlich hassen und nur aus einem bestimmten Grund noch mit ihm mitkommen. Mal schauen, was der Blooper sagt. Ich bin Krumm! Diese Bohnenstange erzählt nichts als Lügen! Als er mich gerade werfen wollte, ist er gestolpert und hat mich mitten in die Lava geschmissen. Bloop! Dank ihm bin ich so schokoladenbraun geröstet. Bloop! Meine schneeweiße Haut ist total versaut. Bloop! Das werde ich ihm nie verzeihen. Meine Rache wird furchtbar sein. Bloop. Nur deshalb bleibe ich noch eine Weile bei ihm. Bloop. Viel Spaß, Luigi. Tschüss. So, und jetzt beginnt das wahrscheinlich geilste Kapitel in dem Spiel. Also zumindest ist es für mich gleichwertig mit dem fünften. Und das sechste ist ja auch epic. Und ich denke, es wird auch ziemlich vielen von euch gefallen. Denn es kommen sehr, sehr viele Kämpfe darin vor. Doch bevor wir da hingehen, gehen wir nochmal hier rein und sammeln ein paar Sternsplitterchen. Und dann müsste es eigentlich auch einen neuen Gegner geben. Deswegen, komm her, Combriner. Hier ist nämlich ein Sternsplitter und hier ist der neue Gegner, der sofort einen Erstangriff erzielt. Nein, abgewehrt. So, wer seid ihr denn? Ihr seid eine verbesserte Form von diesen Grünlingen. Aber seid ihr wirklich so viel besser? Das ist ein Megasproing, also ein aggressives Sproing mit Stacheln auf dem Kopf. Maximal KP 3, Angriffskraft 1, Verteidigung 0. Ist ansonsten aber genauso wie ein Sproing. Nur auf die Stacheln musst du ein wenig aufpassen. Wird diesen Dingern eigentlich nicht schwindelig, wenn sie dauernd sich drehen? Na, scheinbar nicht. Oh, die haben sogar Angriffskraft 3. Das ist ja dumm. Das bedeutet, die langweilen mich etwas länger. Sei denn, ich kontere, was ich aber nicht geschafft habe. Vielleicht schaffe ich es beim zweiten. Auch nicht. Boah. Das ist aber. Also, die sind zwar schnell, aber dass ich hier keinen Konter schaffe, ist schon bitter. Zumindest einer von denen geht nun drauf. Und in der nächsten Runde ist der andere sofort tot, weil Kupio ja eine Angriffskraft von 3 hat. Trotzdem hatte er mal eben Bock zu kontern. Ach, wo mir gerade auffällt mit erhöhter Angriffskraft. Wir können ja noch einen Partner erhöhen. Wir haben ja genug Shine-Sprites. Und können einen Partner aufstufen, ja. Nicht wahr? Oh, wir können sogar schon beide aufstufen. 6 Insignien der Sonne. Ja, geil. Geil, 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 geil. Oh. Also hier ist, glaube ich, nichts mehr. Ich weiß nicht, ob da noch eine Bodenplatte war, aber ich glaube eigentlich nicht. Nee, ne? Nee, 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 nee. Wo führt mich das nochmal runter? Weiß ich gar nicht schon mehr. Muss ich mal eben gucken gehen.
Ach so, ich glaube, ich weiß es schon wieder. Da können wir eigentlich noch nicht viel machen. Da brauchen wir nämlich noch eine andere Fähigkeit für. Obwohl hier ein Item ist. Ein Tropfpilz! Und mit Ayarona können wir das hier wegmachen. Mach mal weg hier. Ey! Das habe ich schon gesehen. Ja, klar. Klar, 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 klar. Nee, Freunde. Nee, 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 nee. Eishauch. Alle nehmen 3 Schaden. Heißt, alle sind tot. Vor allem, der hat ja noch einen Donnerblitz und einen Pilz. Nö. Mit euch spiele ich nicht. Nein. Oh yeah. Darf ich dann nochmal blasen? Habe ich den Weg schon mal frei gemacht? Also da hinten ist so eine Platte für eine Fähigkeit, die wir noch nicht haben. Die Röhre hat mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Damit habe ich nicht gerechnet. Und hier gibt es auch noch Tropfsirup. Es gibt immer solche komischen Items. Ja. Und das ist eine Verbindung zu dem. Okay, da sage ich noch nichts zu. Da bin ich mal ganz still. Und ich glaube, diese Gitter, die sind nur Verarschung. Da gibt es nichts. Nein. Absolut nerving. Beim anderen nämlich auch nicht. Aber ich möchte doch ganz kurz schauen, wo mich diese Röhre hinbringt. Ach nee! Zum Duellkerker. Ja, da geh mal ganz schnell raus. Was wir allerdings machen, ist den Sternsplitter mitnehmen. Hier kann man übrigens auch sehen, wie viel Sternsplitter man insgesamt hat. 35 von 100. Weil hier kann man nämlich nur sehen, welche man dabei hat. Und das sind nur noch 11. Gut, dann schneide ich hier kurz, weil wir jetzt nämlich wieder beim Ionentor sind. Und dann sehen wir uns wieder, wenn wir bei El Palmon sind. Nein, Moment, Moment! Wir wollten ja auch noch in den Ordenshop und unsere Partner aufstufen. Das machen wir natürlich noch vorher. Yay, da wären wir! Hat mich übrigens gefreut, dass der letzte Part so gut bei euch ankam. Ich dachte eigentlich, ja, so ein Sternsplitter-Part und Luigi-Gelaber und so. Das wird ein Part mit nicht mal 30 Kommentaren und nicht mal 50 Daumen hoch. Da hast du dich getäuscht! 100 Daumen hoch und auch knapp 100 Kommentare. Finde ich epic. Mal gucken, wie euch dieser gefällt, weil wir kommen jetzt, wie gesagt, zu meinem Lieblingskapitel. Ich hab schon so richtig Bock. Erstmal Gumbrina hier aufstufen. Oh yeah! Der Rang erhöht sich. Damit wird sie stärker, also hat mehr Angriffskraft und kriegt eine coole neue Attacke. Oh yeah! More Power! Uhuhu. Und die Power können wir, wie gesagt, beim nächsten Kapitel ganz, ganz gut gebrauchen. Gumbrina erlernt Multikopfnuss. Ist genauso wie... Ja, mehr Leben hat sie auch. Wie der Power Douts von Mario. Also können wir jetzt richtig reinhauen, weil die Partner können auch nochmal einen Charge erlernen. Wenn man den Orden findet. Da kann man dann so richtig ownen. Ayarona wird auch aufgestuft, aber... Ja, hat nicht wirklich viel Sinn. Also ihr müsst es nicht machen. Vielleicht hätte ich es auch jetzt nicht machen sollen, weil dann hätte ich es nämlich für den nächsten Partner aufheben können. Aber ist egal. Was hat die eigentlich jetzt für eine neue Attacke? Ich glaube nur Schwachsinn, ne? Knutschkuss. Das kann den Gegnern KP abziehen. Ja, ist eher Quatsch. Braucht's nicht. Weil wir kriegen nämlich jetzt im nächsten Kapitel ein sehr geiles Mitglied. Und... Moment mal. War hier nicht auch noch eine Bodenplatte? Nee, oder? Ich glaube, da habe ich jetzt Talos. Ich glaube, das ist hier nichts. Nee, das war woanders. Dann war das woanders. Aber den Ordenshop schauen wir noch rein. Vielleicht können wir ja noch ein paar Orden gebrauchen fürs nächste Kapitel, weil da wird ja auch von Kapitel zu Kapitel aufgefüllt. Was haben wir denn diesmal hier? Hier gibt es diesmal... Tu mir nichts, das ist Quatsch. Powersprung brauchen wir nicht. Blumensegen brauchen wir auch nicht. BPC... Was ist denn das? Blödsinn. Naja, ja, der Kampfwut, der ist für Danger Mario zu gebrauchen. Und ich krieg auch manchmal die, als Kommentar die Frage, machst du Danger Mario? Nein! Danger Mario ist sehr effektiv, ist mir klar. Da kann man eine Angriffskraft von 40, 50 oder was weiß ich wie viel erreichen. Aber kommt Leute, warum sollte ich das machen? Dann wäre das Spiel doch total langweilig, wenn ich jeden Gegner mit einer Attacke besiege, oder? Das stimmt mir doch bestimmt jeder zu. Wäre doch Unsinn. Ich will es schon spannend gestalten. Schon epic.
Wenn ich dann sowas mache, dann... nee. Nee. Für ein LP ist das echt nicht zu gebrauchen. Es ist perfekt für den Duellkerker, natürlich. Aber ich glaube, selbst da werde ich es nicht anwenden, weil dann ist der Duellkerker schön spannend. So, wir sind jetzt hier bei Alpelmoon. Yay. Hallo? Was willst du? Ich habe schlechte Laune. Ein falsches Wort und du kannst was erleben, klar? Hey, ganz ruhig, ganz ruhig. Pizza im Angebot. Was? Du willst ein Flugticket und mir Pizza geben? Oh, ganz schön mutig, ausgerechnet Alpelmoon mit so einer Pizza zu belästigen. Ist ja nicht mal Schinken drauf, ey. Ja, aber den kann man doch noch nachträglich drauf tun, Boss. Ne, also, aber wenn der dich irgendwie ärgert, dann kann ich ihn rausschmeißen, ey. Hey, du! Willst du den Tracht prügeln oder was, ne? Moment noch, Jungs. Du scheinst mutig zu sein. Ich werde mir anhören, was du zu sagen hast. Die Trachtprügel kannst du danach immer noch kriegen. Also, wozu brauchst du das Flugticket? Hey, ich will Sternöl sammeln. Was? Du willst eine Frau befreien und ein Sternöl sammeln? Und dafür musst du die Sternöl suchen oder was? Für die Alte oder wie? Sternöl? Sind das etwa die diese Legende irgendwie vorkommen? Sehr originell. Diese Pappnase glaubt wohl an diesen Scheiß. Natürlich! Ohne Frage gibt es diesen Schatz. Ob es diesen Schatz wirklich gibt oder nicht, ist mir völlig scheißegal, Mann. Aber es rührt mich, dass du die Frau, die du liebst, retten willst. Oh, süß, oder? Also gut. Galkant wird es für Laura genauso tun, von daher kannst du es haben. Dann sag uns doch einfach, was wir tun sollen, damit wir das Flugticket bekommen. Ganz einfach. Liebe allein reicht nicht. Also, um genau zu sein, ist genau die Liebe das Problem. Meine Tochter ist mit meinem besten Mann durchgebrannt. Sie sind gerade erst weg. Sie müssen also noch ganz in der Nähe sein. Suche meine Tochter Palmina und diesen nichtsnutz Romanzo und bring sie hierher. Wenn sie nicht mitkommen wollen, reicht es auch, wenn du mir sagst, wo sie sind. Um den Rest werde ich mich dann kümmern. Ey, Bossmann! Der kann doch nicht mal eine Kokosnuss von einer Ananas unterscheiden, ey. Und Weibchen von Männchen erst recht nicht. Und den willst du mit so etwas Wichtigem betrauen, oder was? Genau, Mann. Du solltest es uns überlassen, Mann. Wir sind voll gut. Fresse! Ich muss diesen Fremden nur deshalb fragen, weil ihr zu blöd seid, sie zu finden, ey. Also halt euch gefälligst aus meinen Entscheidungen raus! Ja, ganz ruhig hier. Okay, hätten wir besser die Fresse gehalten, ey. Schön, wenn ihr das kapiert habt. Trott. So sieht's aus, Guy. Also, find sie. Los. Und so sehen sie übrigens aus hier. Schau mal, da. Guckst du? Also, verstanden, ne? Wenn du sie nicht findest, kannst du was erleben, ey. Bastard. Hey, ganz ruhig, ganz ruhig. Der Typ ist äußerst unsympathisch. Aber irgendwie auch nicht. Er scheint was für Liebe übrig zu haben. Das finde ich cool. Aber irgendwie ist er halt auch ziemlich aggressiv, ne? Aber gut, er will auch nur das Beste für seine Tochter. Also warum nicht? Ey, Moment mal. Lotto spielen. Lalalalala. Vielleicht haben wir diesmal mehr Glück. Ich glaub's zwar nicht, aber... Na? Nein, warum nicht? Ja, krieg wieder den Trostpreis. Super. Ich freue mich riesig darüber. Ihr müsst gar nicht lang suchen. Die wollen nämlich gerade mit dem Schiff abhauen. Und sind am Hafen verweilt. Zum Hafen wollen wir nämlich sowieso noch. Da gibt es nämlich seit dem ersten Kapitel jemanden. Den könnt ihr mit Geld unterstützen. Aber allerdings hatte ich damals noch nicht viel Geld. Der hier, der will nämlich nach Öl suchen. Oh, du bist Mario, oder? Ja. Ich freue mich sehr, eine Berühmtheit wie dich hier zu sehen, ey. Übrigens, hast du mich Lust, dich zu beteiligen? Wie er schaut. Geht so zurück mit dem Kopf, ist so geil. Ich bin Pinky und gehe demnächst in die staubtrockene Wüste, um nach Öl zu bohren. Ich habe immer davon geträumt, eines Tages auf anschlagreich zu werden. Und jetzt scheint der Moment gekommen zu sein. Allerdings fehlt mir noch ein wenig Startkapital, du solltest mir etwas leihen. Ich nehme Beteiligungen ab 100 Münzen entgegen. Du solltest etwas investieren. Wow, mach das, Guys. Es lohnt sich. Oh, vielen Dank. Du kannst dich auf mich verlassen. Ich werde Öl finden, ich schwöre. Ich nehme noch Beteiligungen an.
Komm also wieder, wenn du mehr investieren willst. Ja, im nächsten Kapitel dann. Tschüss. Jetzt sind wir zwar pleite, aber immerhin haben wir hier nochmal einen Sternsplitter. Hey, hey, hey. Ich hab gesagt, ein Sternsplitter. Ich sagte, ein Sternsplitter. Ja, das gibt's doch nicht. Junge! Na, endlich! Yay! So, nun aber zurück zur Storyline. Unsere beiden Turteltäubchen, die wollen fliehen. Oh, Laura und Tommy. Hallo. Nanu? Kann ich dir vielleicht irgendwie helfen? Was? Papa schickt dich, um uns zurückzuholen? Oh nein, was sollen wir tun, Romanzo? Papa hat uns entdeckt. Nur einen Moment später und das Schiff wäre da gewesen. Ach, Palmina. Vielleicht sollten wir doch nochmal mit dem Boss reden. Auf keinen Fall, Romanzo. Du weißt genau, was da mit uns geschieht. Wenn wir ihm alles erklären, wird er uns sicher verstehen, Palmina. Romanzo, soll das heißen, du liebst mich gar nicht wirklich? Natürlich liebe ich dich. Mehr als alles auf der Welt. Oh. Dann lass uns fliehen, wenn es sein muss, bis ans Ende dieser Welt. Oh. Aber Palmina, wir sind entdeckt worden. Flucht ist nicht mehr möglich. Natürlich können wir. Echte Liebe überwindet jedes Hindernis. Da hat sie recht. Meine Liebe ist grenzenlos. Niemand wird mich daran hindern, deine Frau zu werden. Wow. Und du, ich bitte dich, wirst du meinem Vater sagen, dass du uns gefunden hast? Scheiße. Das ist jetzt fies. Wir müssen den Schatz finden, wir müssen Prinzessin Peach finden, aber wenn, dann würde ich eine Liebe zerstören. Verdammt, aber auf der anderen Seite, Mario liebt Peach, das heißt, ich zerstöre auf jeden Fall eine Liebe. Oh nein. Okay, lasst mich nachdenken. Stimmt, Peach wird Marios Liebe niemals erwidern. Aber die beiden, deren Liebe ist bereits besiegelt. Ich werde wohl oder übel auf das Sternenwild verzichten müssen. Ich werde es ihm nicht sagen. Ach, warum habe ich nur so eine romantische Ader? Oh, du bist so... Was? Oh. Ich habe aus Versehen das Falsche ausgewählt. Epic Fail. Ich habe aus Versehen gesagt, dass ich es hier verrate. Scheiße. Nein. Oh, na gut. Dann habe ich halt deren Liebe zerstört und die Liebe auf... Was? Oh Mario, was tun wir jetzt, wenn wir Opalmon nicht davon berichten? Aber ich fürchte sehr, er wird uns bestrafen. Scheiße, ey. Jetzt krieg ich auf die Fresse, ey. Oder? Irgendwie blicke ich hier jetzt gerade gar nicht durch. Habe ich sie gerade verraten oder nicht? Also eins ist klar, ich habe auf jeden Fall eine Liebe zerstört. Wobei die zwischen Mario und Peach nie da ist, ne? Das ist ja so eher einseitig. Ich kann nicht so verstehen, Mario. Ich bin auf deiner Seite. Es wird schon irgendwann klappen. Irgendwann wird Peach deine Liebe erwidern. Glaub mir, gib nicht auf. Gib nicht auf. Vielleicht klappt es auch irgendwann bei mir. Aber jetzt hole ich mir erstmal meine Trachtprügel an. Oh Gott, ey. Ab, meine ich natürlich. Ich fühle mich gerade, als wäre ich in der Schule und müsste zum Rektor rein. Und der würde mir so richtig eine ballern. Es führt kein Weg dran vorbei. Ich hab versagt! Da bist du, ja. Wie sieht es aus, hä? Du weißt, wo sie sind, oder? Jetzt habe ich nochmal die Chance, Nein zu sagen. Ich kann nicht anders. Was? Du weißt immer noch nicht, wo sie sind, hä? Und da wagst du es, zurückzukommen? Willst du mich zum Lachen halten, oder wie, hä? Für diese Frechheit bekommst du deinen Lohn. Warte, Papa! Hm? Oh. Palmina! Boss, verzeih mir. Romanzo! Du wagst es noch, mir unter die Augen zu treten, ne? Bitte tu ihm nichts, ich habe ihn dazu überredet zu fliehen. Und er weiß auch, der unbedingt zurückkommen und mit dir reden wollte. Boss, mit mir kannst du machen, was du willst. Aber habe Nachsicht mit deiner Tochter. Papa, es ist alles meine Schuld. Wenn du... Hey, wenn man die so sieht, dann wird man richtig neidisch. So eine Frau will ich auch finden. Wenn du unbedingt jemanden bestrafen willst, dann mich. Boss, ich habe alles zu verantworten. Papa! Boss!
Ja, hört auf mit dem Geschrei! Das ist mir ein bisschen zu kitschig hier. Palmina, es ist eine Schande, eine Tochter wie dich zu haben. Und du, Roman, so du Schlappschwanz. Für was arbeitest du hier eigentlich, hä? Ich hab dich wie ein Sohn behandelt. Du hast mich zutiefst enttäuscht. Spurst. Papa! Boss! Ich will euch beide nie wiedersehen, Mann. Verschwindet aus meinem Blickfeld. Das wolltet ihr doch, oder? Ihr habt schon richtig gehört. Verpisst euch! Ihr könnt heiraten und ficken und was weiß ich. Ist mir scheißegal, Mann! Papa! Papa! Boss! Danke, Papa. Danke, dass du uns gestattest. Boss, ich mache deine Tochter glücklich. Versprochen! Ach, verpisst euch! Palmina, alles Gute, ne? Jo, Mann, ich wusste es. Ihr werdet das Traumpaar schwimmen. Es geht doch nichts über so ein Happy End, ey. Auf Wiedersehen, Papa, und danke. Vielen Dank. Hat die Liebe gesiegt? Ja, scheinbar, aber wir haben verloren. Ich will mein Ticket, ey. Du bist immer noch da, Mann. Achso. Nun, zumindest hast du sie gefunden und hergebracht. Also, ist ja nicht deine Schuld, dass es so enden musste. Und dein Versprechen ist nur mein Versprechen. Da hast du das Flugticket. Yay! Verdammt! Wie sie den angehimmelt hat. Hätte ich dich doch lieber gar nicht erst beauftragt. Wirklich, da sag ich danke. Jedenfalls will ich dein blödes Gesicht nicht mehr sehen. Verpiss dich, Mann. Na gut. Eine interessante Story hier. Und vor allem für mich als Romantiker. Einfach immer wieder bewegend. Ach, ich liebe dieses Spiel sowieso nur, weil es darum Liebe geht. Ich geb's ja zu. Ich geb's doch einfach zu! Vor allem Super Paper Mario, da geht's dann richtig ab. Oh Mario, wir haben es wirklich geschafft. Auf nach Falkenheim. Yeah! Das ist die gute Nachricht, ja. Was? Schon wieder eine Mail. Ach, die lesen wir im nächsten Part. Ich habe jetzt keine Zeit mehr. Ich bin schon etwas über dem Limit. Ich wollte längst mit Kapitel 3 anfangen. Weil ich, sonst könnte ich den Part gar nicht mehr anders benennen. Ich kann ja nicht Kapitel 002 oder sowas nennen, weil es gibt ja schon einen Null-Part. Deswegen muss ich mich jetzt ein bisschen ranhalten. Tut mir leid, Leute. Aber trotzdem möchte ich euch noch hier diesen Sternsplitter zeigen. Da ist einer irgendwo. Genau, yeah. Der Zug, der hat uns noch nicht zu interessieren. Aber hier, rechts, dieses Luftschiff. Hallo. Dies ist das Schlussschiff nach Falkenheim. Willst du mitfliegen? Ja. Darf ich dich bitten, dein Flugzeug zu zeigen? Ja. Hier ist es. Bitte, steig ein. Yay! Aber vergesst nicht den Sternsplitter! Rein da! Dann fliegen wir ein bisschen! Auf geht's! In diesem Schieb-Schieb! Zeppelin! Oh, ab dem nächsten Part wird's richtig epic, weil da gibt's nämlich nicht mehr so viele Kämpfe und so. Also ihr wollt ja immer mehr Kämpfe sehen und die gibt es jetzt. Nein, es gibt so eine epische Story. Das ist schon fast so ein bisschen Akte X-Niveau. Und ein Krimi ist es nämlich auch noch. Ach, seid gespannt auf Kapitel 3. Und das heißt Kampf der Champions. Whoa. Nice. Ich hoffe, auch dieser Part hat euch einigermaßen gefallen, auch wenn ich nicht so viel geschafft habe. Ich denke, es war ganz cool. Ja, da kann ich jetzt gerade nicht wegdrücken. Das würde ich längst machen. Hallo, ich möchte jetzt landen und irgendwie kommen wir keinen Fleck weiter. Na, sind wir jetzt endlich da? Ach, der Zeppelin sieht doch süß aus, oder? Und auch der Hintergrund, da sieht man richtig, wie Papier das ist. Das ist schon süß gemacht, das Spiel. Allerdings, dass der Zeppelin größer ist als der Ort hier und Mario auch schon so groß ist, ist ein bisschen unlogisch. Aber egal. Wir sind da. In. Da? Falkenheim. Und das da vor uns ist die große, große Arena. Ja. Im nächsten Part werden wir uns die Arena mal ein wenig anschauen. Oh, Falkenheim, die Stadt der Wolken. Bestimmt gibt es jede Menge tolle Männer in der Arena. Wie aufregend. Modell, wir sind nicht zum Ficken hier, wir sind hier zum Kämpfen. Hallo. Diese Schlampe.
Aber ich meine, schaut sie euch an mit den Bällen da. Ich glaube, ich wechsle mal. Das soll hier niveauvoll sein. Mensch. Gehen wir, Mario. Suchen wir das Sternjuwel. Richtig. Aber nicht jetzt, sondern im nächsten Part. Tschüss.